Die gerade erschienene Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung analysiert die Krise des Glaubens in der allgemeinen Bevölkerung mit speziellem Fokus auf die christlichen Denominationen. Es gab eine ganze Flut von Stellungnahmen, Kommentaren, Prognosen, Lösungsansätze in den ganzen kirchlichen Medien und auch eine ganze Reihe von Bischöfen und sonstigen Klerikern haben sich dazu geäußert, sowieso die ganzen katholischen Verbände. Und da muss man sich die Frage stellen, ob diese Untersuchung nicht nur die Laien hätte analysieren sollen, sondern auch diese katholischen Milieus und auch die Kleriker. Denn was dort kommt, ist wirklich erschütternd. Die Leute zeigen sich plötzlich völlig entsetzt über die Krise des Glaubens. Die sind erschüttert, ja, dass die Leute kein Vertrauen mehr in die Kirche haben. Und da muss man sich fragen, auf welchem Planeten leben diese Menschen? Denn diese Menschen, die das da verbreiten, sie sind ja zum Teil verantwortlich für diese Situation. In Deutschland gibt es keine richtige Vermittlung des Glaubens seit Jahrzehnten. Nun zeigen sich diese ganzen Leute, inklusive der Bischöfe, plötzlich, ja, in Anführungszeichen, plötzlich sind sie ganz erstaunt, ja, was ist da los, das ist doch ganz schrecklich und so weiter. Und sie zeigen eigentlich eine Haltung, die völlig desaströs ist. Denn sie wollen nicht anerkennen, dass man wieder den Glauben vermitteln muss. Ja, diese Leute sind dafür eigentlich berufen, also ich meine damit insbesondere natürlich die Bischöfe und die Kleriker, den Glauben weiterzugeben. Aber man merkt an diesen Stellungnahmen, dass sie völlig hilflos gegenüber diesen Zahlen stehen. Anstatt zu sagen, okay, wir haben hier eine Herausforderung und wir müssen diese Menschen wieder evangelisieren, missionieren, nein, dann sagen sie, okay, wir müssen das analysieren, wir müssen irgendwie hören, ja, diese Leute wollen diese Reform haben, des synodalen Weges und so weiter. Wobei jeder weiß, dass der synodale Weg den Glauben zerstören wird und nicht hier wieder aufleben wird. Es ist wirklich erschütternd eigentlich, wie schlecht die Stellungnahmen sind, die aus dem kirchlichen Milieu kommen. Man ist sich ja gar nicht mehr einig, was sie überhaupt katholisch bedeutet. Es gab jetzt zum Beispiel eine Diskussion, hatte ich hier in meinem Kanal, da sagte jemand, jeder ist katholisch, der getauft ist und gefirmt ist. Das ist doch nicht der Fall. Man muss eigentlich auch zum Glaubensbekenntnis stehen, zu den Dogmen stehen, zu dem, was die katholische Kirche lehrt. Man kann ja nicht irgendwie getauft sein und gefirmt sein, aber zumal nicht an Gott glauben. Ja, und die ganzen Studien, auch die älteren Studien, zeigen doch, dass die Glaubenskrise in Deutschland wirklich massiv ist. Ich sehe viele Leute, die sich rein theoretisch als katholisch bezeichnen, weil sie Kirchensteuer bezahlen, aber sie glauben nicht mal am Leben nach dem Tod. Also das ist die Realität. Und diese Situation ist ja nicht neu. Und diese ganzen Bischöfe, die sich jetzt geäußert haben, und nicht alle, aber viele, ja, oder auch sonstige Kleriker, wollen schlicht und ergreifend diese ungeheure Krise des Glaubens nicht sehen. Ja? Und das ist natürlich das Schlimme. Das heißt, zunächst mal muss man ein Problem sehen, anerkennen, ja, man muss dann die Ursachen analysieren und dann muss man sagen, okay, wir haben ein Riesenproblem und wir werden es anpacken. Man hat den Eindruck allerdings, dass diese ganzen Kleriker einfach dieses Problem gar nicht sehen wollen und sagen, okay, das Problem ist eben nicht, dass der Glaube nicht vermittelt wurde, dass diese Katholiken ja gar nicht irgendwie richtig glauben. Nein, wir müssen irgendwelche Reformen machen im Sinne des synodalen Weges, damit die Leute wieder eigentlich Vertrauen in uns haben. Das ist natürlich völlig absurd, denn es ist erwiesen, dass die ganzen Leute ja gar nicht mehr wissen, was der Glaube ist, was das bedeutet. Sie wissen ja zum Teil ja gar nicht, dass sie erlöst worden sind durch unseren Herrn Jesus Christus, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, etc., etc., dass man zum Glaubensbekenntnis stehen muss, dass man dazu Zeugnis abgeben muss, was man ja auch tatsächlich jeden Sonntag tut, in der Kirche, ja beim Glaubensbekenntnis, beim Beten des Glaubensbekenntnisses. Das ist die Situation hier, aber die wollen die Kleriker nicht sehen, zum Teil, weil sie nicht mehr den Mut haben, zu sagen, okay, wir müssen jetzt rangehen, wir müssen irre viel beten, damit wir die Gnaden haben, diesen Glauben wiederzugeben. Aber zum Teil, ich glaube, weil sie selber vielleicht gar nicht mehr richtig glauben oder vielleicht wissen die selber gar nicht mehr, was katholisch bedeutet. Und damit kommen wir wieder zu dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung müsste eigentlich tatsächlich die kirchlichen Milieus, und damit jetzt meine ich jetzt die katholischen Milieus, ich meine, die evangelische Kirche muss das möglicherweise auch tun, aber ich spreche jetzt hier aus einer katholischen Perspektive, ja, sie müssen die Kirchenmilieus analysieren und sagen, okay, ob diese Milieus, und damit meine ich dann die Ordinariate, die Bischöfe, die Seminare, die ganze Bildung der Seminaristen, der Priesterausbildung etc., ob dort eigentlich die Bedingungen existieren, damit der Glaube weiter vermittelt werden kann, ja, und denn das ist ja das Problem. Ja? Das heißt, wenn wir dort eine riesige Krise des Glaubens haben, dann wird das natürlich erst recht
in der allgemeinen Bevölkerung sein. Und das will man schlicht und ergreifend nicht sehen. Das sieht man zum Beispiel auch an der katastrophalen Stellungnahme des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das heißt, diese Leute sind gar nicht für den katholischen Glauben interessiert. Sie wollen irgendwelche Strukturen erhalten und irgendwelche Reformen machen. Ja, aber das wahre Problem, die riesige Krise des Glaubens, dass der Glaube im Grunde hier völlig zerbröselt, in Luft aufgeht, das wollen diese Leute nicht sehen. Zum Teil, weil sie sich völlig ohnmächtig fühlen und zum Teil, weil sie wahrscheinlich ja gar nicht mehr selber wissen, was katholisch ist. Jedenfalls hätte diese Untersuchung auch analysieren müssen, ob wir nicht im Episkopat, bei den Priestern, bei den Pfarrern etc. auch dort eine riesige Krise des Glaubens haben, ja, und nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung. Vielen Dank.